Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Home Sweet Home Survive. Und ich bin heute mal ein Charakter, der ich noch nie war. Einfach so. Ich habe ein Messer. Genau. Ich muss sagen, jetzt wo ich öfter mal Lobbys finde in dem Spiel, das Spiel macht schon Spaß. So ist ja nicht. Gerade wenn man vielleicht auch mal schafft, einer Jagd zu entkommen. War der Killer hier? Man muss halt. Man muss halt ein bisschen umdenken. Ja, ernst? Weil. Bei DBD kannst du ja rein theoretisch unbegrenzt rennen. Ui. Das kannst du hier natürlich nicht. Aber ansonsten ist das natürlich, ne, DBD schon ähnlich. Ich meine, das haben wir ja schon gemerkt. Und wenn man sich dann vielleicht noch mit den Maps ein bisschen besser auskennt, und ich sollte mich mal ein bisschen nützlich machen, ne? Ist es vielleicht auch noch mal ein ganz anderes Spielerlebnis. Jetzt mal gucken gehen. Ich hoffe übrigens, ihr hört nicht die ganze Zeit, wie mein Mauskabel gegen einen Teller schlägt. Ich habe hier nämlich noch einen Teller stehen. Wo ich mich frage, warum. Man isst nicht am PC. Ich sag mal, ich finde keine solche Kisten, um hier mal so ein Ritual zu machen und so. Ah. Und ich muss auch noch mal ein bisschen mehr diese Markierfunktion nutzen. Um anderen zu zeigen, hey, hier ist der Killer grad oder hier ist das und das Item. Sehr gut. Das kann ich gebrauchen. Hier müsste doch irgendwo so ein Schrein sein, oder? Ich habe jetzt das Teil hier, was man als erstes braucht. Und dann haben wir drei Rituale schon mal angefangen. Ich denke, das ist ganz gut. Ich habe übrigens auch zwei Perks natürlich mit. Ich habe das mit, dass ich, wenn ich geduckt laufe, dass sich meine Stamina schneller erholt. Und ich glaube, ich habe Adrenalin mit. Heißt, wenn ich Half-Life bin, laufe ich ein bisschen schneller. Genau. Gucken, ob wir jetzt hier noch was finden, was uns nützt. Die anderen machen hier die ganze Arbeit und ich laufe hier einfach nur rum und rede. Kennst du mein Kind? War hinter mir. Upsi. Weiß nicht, wo ich rauskomme. Ja. Vergaß. Er kann sich ja zu mir teleportieren. So, und er wird wissen, wo ich rauskomme.
Kann ja eigentlich ihn auch schlagen. Wo haben wir denn den Orangenen? Wir fangen mal an. Je nachdem, wie weit wir kommen. Ich glaube, ein Hit noch und wir sind erstmal tot. Aber er hatte noch niemanden down. Ich bin nicht die Erste. Man weiß es nicht. Es war doch schade, dass ich nicht hinter mich gucken kann. Und wenn die Skillchecks kommen, kann ich es gar nicht mehr drehen. Wobei, wenn er sich halt zu mir portet, dann ist es auch egal, ob ich hinter mich gucken kann. Hälfte haben wir gleich. Es wäre vielleicht cool, dann eine Spritze zu finden. Wir hinterlassen halt zum Glück keine Kratzspuren. Oh. Wenn wir rennen, aber... Ja, das Thema hatten wir erst. Wir können halt nicht unendlich rennen. Ich habe mir jetzt aber einen Energy Drink geholt. Dass meine Stamina für eine Weile nicht sinkt. Ich muss mich mit den Skillchecks echt konzentrieren, dass ich die richtige Taste drücke. Ich kann dann nicht reden. Vielleicht schaffe ich es auch zur Spritze. Ich habe einen Energy Drink geschluckt. Und habe die Spritze bekommen. Der Killer ist dorthin. Versteck mich mal. Also, dass ich jetzt zu mir portet, habe ich eh Arschkarte. Da ist noch so eine Kiste. Mein Messer ist ready. Ich kann ihn einmal schlagen. Ich wollte ihn schlagen. Verdammt, das hat nicht funktioniert. Trap, kann das sein? Er hat hier eine Trap hingebastelt. Oh mein Gott. Mist. Nicht gut. Okay, wir sind im Endgame.
Wir sind im Endgame. Was war das? Weiß es nicht. So, die Frage ist, wollen wir ihn mit töten? Oder wollen wir durchs Portal? Der ist dort oben. Ich bin halt Darun, wenn er mich bekommt. Leute, I'm sorry. I'm really sorry. Ich bin einfach ein Schisser, okay? Ich bin einfach nur froh, dass ich rausgekommen bin. Oh, jetzt kann ich selber mit der Maus hinterhergehen. Wo ist denn... Okay, sie haben es geschafft. Ja. Wir sind rausgekommen. Bin zwar eine Lusche, aber wir sind rausgekommen. Es gab gar nicht so wenig Punkte. Ey, das war für mich mal eine richtig gute Runde. Ich habe immer noch die wenigsten Punkte, aber sieht gar nicht mal so schlecht aus. Oder? Gab schon schlimmere Runden. Ja, ich weiß gar nicht, wie heißt er denn? Tim. Ich muss sagen, mit Jane und Tim waren wir bisher am erfolgreichsten. Mal gucken, wie es in der nächsten Folge so aussieht. Und ich weiß auch noch nicht, vielleicht spiele ich dann wieder eine Runde mit Jane. Oh, ich glaube, Jane sagt mir sehr zu. Zumal Jane halt einmal diese kann mich selbst einmal wiederbeleben Option hat. Und ja. Das gefällt mir. So, ich sag jetzt aber tschüss für heute. Wir sehen uns sehr gern im nächsten Video wieder. Macht's gut und bleibt gesund. Bis dahin. Bye, bye.